Es tut mir zwar leid, dass ich euch heute so zuspamme, allerdings überschlagen sich die Ereignisse in Bayern, speziell im Berchtesgadener Land. Und deshalb gibt es noch eine weitere Eilmeldung, denn die nun verhangenen Maßnahmen, die ab morgen, ab Dienstag um 14 Uhr gelten, die wurden tatsächlich bereits jetzt veröffentlicht. Der Spiegel hat vor etwa einer Stunde darüber berichtet und es sieht nun folgendermaßen aus. Das, was ich vorhin noch als ja vage Ankündigung erwähnt habe, dass Söder offensichtlich die Menschen im Berchtesgadener Land in ihre Wohnungen sperren will, das ist nun Realität. Ab morgen um 14 Uhr darf man seine eigene Wohnung nur noch aus driftigen Gründen verlassen. Darunter fallen wiederum Geschichten wie die beruflichen Tätigkeiten, das heißt arbeiten gehen und Steuern zahlen darf man großzügigerweise in Södernistan, im Großreich des ja, Söders des Großen oder des Dicken oder was auch immer noch. Man darf großzügigerweise auch notwendige Einkäufe tätigen und mit Ach und Krach offensichtlich auch noch Sport und Bewegung an der frischen Luft durchführen. Das allerdings nur allein, maximal mit Angehörigen des eigenen Hausstandes. Wie das Ganze ausschauen soll, wenn man dagegen verstößt, ob man dann direkt standesrechtlich erschossen wird, ich weiß es nicht, das wurde jetzt noch nicht mitgeteilt, aber es wurde ja bereits angekündigt, dass schärfere Polizeikontrollen stattfinden sollen, die dann nun wohl ebenfalls ausgeweitet werden und sich darauf beziehen, dass bloß keiner ohne triftigen Grund seine eigene Wohnung verlässt. Also die Menschen sind de facto im Berchtesgadener Land ab morgen um 14 Uhr für vorerst 14 Tage inhaftiert. Betonung liegt auf vorerst, denn diesen Irrsinn kann man ja auch nach Gutdünken verlängern. Das ist nicht alles. Schulen und Kindergärten werden geschlossen. Es ist nur noch eine Notbetreuung gegeben. Das bedeutet ja, wer ackern geht, um König Söders Gehalt zu zahlen, der kann seine Kinder dann noch abgeben. Aber alle anderen dürfen dies aktuell nicht mehr tun. Hotels müssen schließen, Gastronomiebetriebe, Restaurants, sämtliche Einrichtungen sind nun betroffen, die nicht ausschließlich liefern, beziehungsweise ein Lieferdienst darf noch angeboten werden. Restaurants dürfen Speisen noch nach Hause bringen, aber alles andere wird komplett dicht gemacht. Mit Ausnahme in Hotels für Geschäftsreisende. Das bedeutet, wer beruflich unterwegs ist, um Steuern zu zahlen, ihr wisst schon, der darf aktuell im Berchtesgadener Land tatsächlich noch in Hotels absteigen. Herzlichen Dank auch, das ist doch wirklich großzügig. Das ist der Ist-Zustand in Bayern. Ich bin gespannt, was da noch für Schwachsinn um sich greifen wird. Aber die schlimmsten Befürchtungen wurden einmal mehr bestätigt. Was aber vor allem, was viel grenzwertiger ist, fast noch, das will ich euch auch nicht unterschlagen, sind die Aussagen der Zuständigen. Ein Landrat aus der Region meinte beispielsweise, die Daumenschrauben müssen angezogen werden. Das ist die Denkweise der dortigen Politiker. König Söder führt den angeblichen Ausbruch der Neuinfektion, wie gesagt, 13 stationär im Krankenhaus behandelte Menschen in einem Landkreis mit 104.000 Einwohnern, 13. Diesen Ausbruch führt er auf eine Party zurück. Bei den 13 im Krankenhaus sich Befindenden weiß man zudem nicht, warum sie im Krankenhaus sind. Die haben dann positives Testergebnis. Man bezieht sich, wie vorhin ja schon in der Eilmeldung mitgeteilt, auf die sogenannte 7-Tage-Inzidenz. Das heißt, etwa 250 angebliche Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb der letzten 7 Tage sollen nun zu dieser katastrophalen Pandemie-Situation geführt haben. De facto heißt neuinfiziert nur positiv getestet. Wie diese positiven Tests zustande kamen, ob man da einfach mehr getestet hat, ob man da möglicherweise mit einem anderen Testverfahren rangegangen ist, wurde nicht vermeldet. Man stellt sich hin und meint, weil die 7-Tage-Inzidenz überschritten ist, unabhängig davon, ob irgendjemand erkrankt ist, rufen wir jetzt dort einen Lockdown aus. Denn, ich habe es vorhin schon gesagt, wer nicht hören will, muss fühlen. Wer König Söders Macht nicht anerkennt, der muss nun offensichtlich leiden dafür. Mein Beileid an alle Berchtesgadener. Ich weiß nicht, ob es jetzt ja, möglicherweise sinnvoll wäre, da vor morgen 14 Uhr noch die Kurve zu kratzen. Das muss natürlich jeder selbst entscheiden. Zeigt aber deutlich, die Drohungen wurden wahrgemacht. Nicht etwa auf irgendeiner rational begründeten ja, Situation, denn wenn jetzt tatsächlich da 250 Leute von 100.000 Einwohnern krank wären, im Krankenhaus wären, sehe das sicher auch nochmal anders aus. Gut, auch da wären die 250 ja ein Treppenwitz, sofern sie dann nicht tatsächlich schwer erkrankt sind. Aber man bezieht sich rein auf positive Testergebnisse. Und ihr merkt, es ging wahnsinnig schnell. Ich habe vorhin noch gesagt, in den nächsten Tagen können wir uns darüber unterhalten, was nun im Berchtesgadener Land wahrscheinlich verhangen wird an Maßnahmen. Das hat ja die Frau Hummel dann kurzerhand ausgeklüngelt. Das war offensichtlich eine Sache von wenigen Stunden. Da hat man diesen mutmaßlich vorgefertigten Entwurf aus dem Schubfach gezaubert und ist möglicherweise sogar ganz froh drüber, dass man ihn endlich mal ausspielen kann, damit der dumme Pöbel in Anführungszeichen sich bloß wieder brav unterwirft. Zumindest ist das meine Meinung, wenn ich sehe, was da abgeht. Alleine die Formulierung, wir müssen die Daumenschrauben anziehen. Also in was für einer Welt leben wir? Jemand wie Söder, gut, das hat jetzt sein Landrat gesagt, nicht er persönlich, aber jemand wie Söder, der sich
gebahrt wie Ludwig der 14., dem kann man sicher auch ein gewisses, eine gewisse, den kann man sicher auch gewisse Charakterzüge wie die eines Ludwig des 14. oder 14. unterstellen. Und was der mit Kritikern gemacht hat, das kennt man ja, beziehungsweise generell, dessen Herrschaft war ja nicht unbedingt von Vernunft getrieben. Aber das an dieser Stelle dazu.